Hey Leute, bevor das Video losgeht, habe ich wieder eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, innerhalb von 5 Sekunden dieses Video zu teilen? Okay, versuchen wir das mal. Ich gebe die 5 Sekunden vor. 5, 4, 3, 2, 1 und teilen. Na, wer von euch hat's geschafft? Bin ja mal gespannt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Oh, es ist wirklich öde hier. Hier beim Supermarkt ist nie was los. Naja, eigentlich schon, nur irgendwie heute nicht. Naja, beim Spielplatz wird gerade ein neues Klettergerüst gebaut. Wenn das fertig ist, dann können wir da spielen gehen. Ja, du hast recht. Aber trotzdem ist mir gerade voll langweilig. Ich habe auch überhaupt kein Geld dabei. Sonst könnten wir uns was Süßes kaufen. Habt ihr Geld dabei? Nee, ich habe leider kein Geld dabei. Du vielleicht, Simon? Ja, ich habe ein kleines bisschen dabei, aber ich glaube kaum, dass das für uns alle reicht. Schade. Hey, wartet mal. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir eine kleine Challenge machen? Eine Challenge? Was denn für eine Challenge? Naja, das ist ganz einfach. Ich fordere einen von euch beiden heraus, in den Supermarkt zu gehen und für uns alle Süßigkeiten zu klauen. Na, wer von euch beiden macht's? Süßigkeiten stehlen? Aber sowas macht man doch nicht. Ach Mann, jetzt sei doch kein Weichei. Hey, ich bin kein Weichei. Aber dann mach du es doch. Nee, ich habe euch letztens schon Süßigkeiten mitgebracht. Jetzt bist du mal an der Reihe. Na los, oder bist du doch ein Weichei? Nein, ich bin kein Weichei. Ach, na gut, wenn ihr unbedingt drauf besteht, dann hole ich uns jetzt ein paar Süßigkeiten. Aber ihr beiden, ihr müsst den Verkäufer ablenken. Einverstanden? Na gut, einverstanden. Das können wir machen. Okay, also gut. Na dann. Ich schaff das schon. Hallo, hey, hallo. Entschuldigung. Ist da jemand? Ja, hallo Kinder. Was kann ich für euch tun? Haben Sie vielleicht die neue Ausgabe der Playmo-Zeitschrift? Die Playmo-Zeitschrift? Nee, die habe ich nicht. Der neue Band, der kommt, glaube ich, erst nächste Woche raus. Oh, ach so. Und, was ist mit Neues aus Playmohausen? Neues aus Playmohausen? Ich weiß nicht. Schaut doch einfach mal bei den anderen Zeitschriften. Wenn sie da nicht dabei ist, dann kann ich euch leider nicht helfen und ich habe sie nicht. Aha, der Verkäufer ist wirklich abgelenkt gerade. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Aber die beiden sollen auch wirklich nicht denken, dass ich ein Weichei bin. Also dann, mal schauen, was es hier so für Süßigkeiten gibt. Oh, cool. Kekse. Das ist doch eine gute Idee. Mal schauen, ob auch niemand guckt. Also ja, die Luft scheint rein zu sein. Okay, so, dann jetzt schnell einstecken und zack. Okay, ganz normal benehmen. Es ist gar nichts passiert. Niemand hat etwas gesehen. Wirklich niemand. Und, Nein, also Playmobilhausen Deluxe haben wir auch nicht. Und, hey, was war das? Oh. Oh Mann, das wird aber eine knappe Geschichte hier. Ob er wohl erwischt wird? Naja, wenn ihr wissen möchtet, wie die Geschichte ausgeht, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Unboxing. So, hier dann mal das Unboxing zum neuen City Life Supermarkt von Playmobil. So, das ist der Karton. Machen wir das Ganze mal auf. Da fällt uns schon das meiste entgegen, wieder in den Tüten natürlich. Dann wird das Ganze aufgerissen. Hier noch mehr aufreißen. Okay, dann haben wir hier, also ich denke mal, das ist ein Boden, eine Bodenplatte. Da haben wir hier das Ding, da kann man die kleinen Nupsis, nenne ich sie jetzt mal, da reinmachen an die Seiten von dieser Bodenplatte. Das machen wir jetzt erstmal viermal. Zack, 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 zack. Und den letzten noch. So, dann geht es weiter mit noch mehr Bodenplatten. Also wir vergrößern nochmal die Quadratmeteranzahl von unserem Supermarkt. Das kommt dann da dran, genau. Und es geht erstmal noch so ähnlich weiter. Nochmal hier die Nupsis rein, damit man die Bodenplatten auch schön verbinden kann. Das funktioniert super. Dann die nächste da dran. Da sieht man auch, vier Stück gehören in diese anderen vier rein. Alles klar. Das passt, würde ich sagen. Und zack. Nee, noch nicht ganz. Ja, jetzt zack. Da ist er. Okay. Und wir haben noch mehr. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Boden. Boden für alle. Okay. Das kommt dann da rein. Okay, noch ein Stück.
Hier, Nupsis, da gehören die rein. Da machen wir es also auch. Okay, rein damit. So, dann geht's weiter. Okay, das sieht ein bisschen anders aus. Auch wie Boden, aber ist irgendwie niedriger, ist so abgesenkt. Ah, okay, das kommt so wahrscheinlich außen an den Rand. Damit man da wahrscheinlich auch besser rein kann in den Supermarkt. Das ist so eine Art Treppe, nehme ich an. Das Ganze geht dann ringsherum, oder was? Wie sieht das hier aus? Ja, es geht ganz schön weit. Zack, zack, zack. Klicks, klacks, klicks. Genau. Und noch mehr davon. Mehr Stufen, runde Stufen gibt es sogar auch. Schön edel sieht das dann aus, wenn es ein bisschen abgerundet ist. Gefällt mir gut. So, und noch mehr davon. Das Ganze nochmal drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Zack. Ihn noch dran und den nächsten. Zack. Und ja, ein paar fehlen noch natürlich. Und die haben wir hier. Okay, das sieht nochmal ein bisschen anders aus. Das sieht aus, ja, wie so eine Rampe. Okay, dann kommt man da mit Einkaufswagen oder dergleichen wahrscheinlich besser rein und raus. Das ist natürlich sehr praktisch. Finde ich gut, ja. Noch eine Rundung. Mensch, ganz schön viele Bodenplatten und Bodenutensilien. Ah, okay, grüne Absperrung. Okay, ach so, so ein Türchen, wo man dann auch mit seinem Einkaufswagen durch kann. Ja, die Türen lassen sich auch in beide Richtungen bewegen. Dann gibt es noch mehr von diesen Absperrungen. Und eine Blume. Ist die zum Verkauf oder ist die Deko? Das kriegen wir bestimmt noch raus. Ah, ein großes, großes Fenster. Ja, so ein Schaufenster ist natürlich immer sehr wichtig für so einen Supermarkt. Da kann man schon mal reinschauen von außen als Kunde und sich informieren über Angebote zum Beispiel oder was sie überhaupt im Warensortiment anbieten alles. Die Sachen, beziehungsweise das Fenster wird dann verbunden mit so kleinen Säulen. Das sind so Mini-Teile von den Wänden, nehme ich an. Dann gibt es dann auch so einige links und rechts erstmal dran. Und jetzt ein kleines Seitenfenster. Ja, ist nicht schlecht, ne? Mehr Fenster ist mehr Licht und Licht ist auch immer gut in so einem Laden. Man will ja auch sehen, was man da in seinen Einkaufswagen wirft, oder? Okay. Ja, da gibt es noch mehr von. Und noch mehr. Die Nupsis sind auch wieder dabei. Können wir dann wieder schön alles verbinden. Ah, okay, das sieht aus wie ein Tresen, so ein Verkaufstresen. Und noch ein Fenster, das sieht aber anders aus. Das lässt sich bewegen, ist das eine Glastür? Nee. Ah, es kommt an diesen Verkaufstresen. Das bestimmt, damit Leute von draußen auch direkt was kaufen können. Und der Mensch dann an der Theke kann dann sein Fenster öffnen und dann diese Waren direkt rausgeben. Cool. Okay, das wird dann auch mit so Säulen verbunden. Oben kommt nochmal ein längliches Fenster drauf. Noch mehr kleine Säulen oder Mini-Wände, die dann auch nochmal mit einem großen Fenster verbunden werden. Genau, noch so eine Säule. Und noch ein riesiges Fenster. Ja, da kann ganz schön viel Licht reinkommen. Ne? Das ist auf jeden Fall praktisch für so einen Supermarkt. So. Ja, schön. Was ist denn das? Okay, so blaue Verbindungsteile. Okay, damit alle Fenster und alle Wandteile verbunden werden. Ah, ein Schild. Ja, das passt zum Supermarkt. Das kommt dahin. Ah, okay. Das waren Obst und Gemüse, ne? Oh, da ist es nochmal auf der anderen Seite. Alles klar. Ja, cool. Das sieht auch gut aus. Frisches Obst, frisches Gemüse, gesunde Sachen. Immer gut, ne? Ah, okay, noch für die Beleuchtung. Auch noch wichtig, ein paar Scheinwerfer. Hier noch ein paar Verbindungen obendran, damit das Ganze nicht so wackelig ist. Und noch mehr davon. Und, ach so, das sind Markisen. Klar, macht auch Sinn so, ne? Einige Kunden müssen vielleicht manchmal noch vorm Laden warten, bis er geöffnet hat. Oder schließen da ihr Fahrrad ab und die möchten natürlich auch nicht unbedingt im Regen stehen. Oder das Fahrrad auch nicht im Regen parken. Und da gibt es dann Markisen. Das ist praktisch auf jeden Fall. Die kommen dann ringsherum an das ganze Gebäude ran. Zack, zack. Zack. Okay. Ah, eine Art Glaskuppel mit einem Dach noch drauf für den Eingang. Das ist cool. Ah, und das sind die ganzen Waren. Oh, großes Warenangebot auf jeden Fall. Von allen Sachen etwas dabei. Das sieht gut aus. Oh, noch ein Theke mit einer Kasse und Einkaufswagen und das sind die ganzen Leute und ja, jetzt geht's auch erstmal weiter mit der Geschichte.
Hey Junge, was ist denn passiert? Bist du hingefallen? Oh, vielleicht hätte er besser die Ablenkung spielen sollen. Hey Junge, ist alles in Ordnung bei dir? Autsch, ja, alles gut. Ich habe nur nicht aufgepasst, wo ich hingelaufen bin. Ich stelle die Körbe sofort wieder auf. So, erledigt und ja, ich habe auch ehrlich gesagt gar nichts gefunden, was ich hier kaufen möchte. Also ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Hey, Moment mal, Kleiner. Nicht so schnell. Was ist denn noch? Also, ich nehme mal an, du möchtest die Kekse gerne bezahlen, die da unter deinem Shirt hervorluken? Ups, also ja, ich hab leider kein Geld dabei und... Und ich wollte die Kekse auch gerade eigentlich wieder zurückstellen, ja. Aha, so, wolltest du das? Also Junge, ich sag mal so, ein Ladendiebstahl ist echt kein Kavaliersdelikt. Ich werde jetzt sofort die Polizei verständigen und auch deine Eltern. Die Polizei und meine Eltern? Oh nein, bitte nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Die anderen haben mich echt herausgefordert. Och, die haben so gesagt, dass ich ein Weichei bin, wenn ich das nicht mache. Und es wirklich war, es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Du hast dich also herausfordern lassen? Und wenn sie dich herausfordern, von einer Brücke zu springen? Na, würdest du das dann auch tun? Nein, natürlich nicht. Das würde ich nicht tun. Das wäre ja echt gefährlich. Tut mir echt leid, okay? Also, das wollte ich gar nicht eigentlich. Das werde ich auch nie wieder machen, das verspreche ich Ihnen, ja? Aber bitte, bitte, bitte rufen Sie nicht meine Eltern an, okay? Also nein, tut mir leid. Strafe muss ja wohl sein. Und ich sag jetzt schon mal, für die nächsten Monate hier bekommst du Hausverbot. Also, sage mir doch mal die Nummer deiner Eltern. Ja, naja, also gut. Also die Nummer lautet 5, 4, 7... Mann, Leute, das war echt eine total dumme Idee. Die Idee war gar nicht dumm. Du hättest dich nur einfach nicht erwischen lassen dürfen. Ah, doch, das war echt eine doofe Idee. Wegen euch kriege ich jetzt eine Menge Ärger. Ich werde nie wieder was stehlen. Ja, und jetzt gehe ich nach Hause und spiele alleine. Ich will ja nicht noch mehr Ärger wegen euch kriegen. Hey, jetzt warte doch mal. Ja, vielleicht war das doch nicht so schlau. Ja, vielleicht. Hey Leute, oh Mann, war das doof. Ich werde mich nie wieder zu so einer Sache anstiften lassen. Stehlen lohnt sich echt nicht. Naja, ich gehe jetzt wieder nach Hause zum Spielen. Wenn ihr kein Video mehr von Bandido TV verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Dazu müsst ihr einfach hier oben links auf das Logo klicken. Und wenn ihr weitere spannende Abenteuer von Bandido TV sehen wollt, dann schaut doch mal hier rechts. Da haben wir noch 2 weitere Videos. Klickt doch einfach mal rein. Also dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.